Hallo zu einem neuen Video hier bei Collectorsk. Heute schauen wir uns mal den Blister aus der brandneuen FIFA 365 Serie der Adrenalin XL Karten von Panini an. Das Besondere an diesem Blister, der 5 Booster enthält, ist sicherlich nicht nur der leicht reduzierte Preis von 4,90 Euro gegenüber dem Einzelkauf, sondern das wirklich Besondere ist, dass hier zusätzlich, wir sehen das auch hier schön groß auf diesem gelben Aufkleber, zu diesem Booster eine Limited Edition Card enthalten ist. Eine von 15 verschiedenen, die in diesem Blister sind, und zusätzlich dieses Jahr zum ersten Mal noch eine von diesen neuen Special Cards. So sieht das Ganze von vorne aus. So sehen die Blister von hinten aus. Und jetzt schauen wir mal rein in das gute Stück. Aufkriegt man die am besten mit einer Schere, sonst ist das schon eine ziemliche Reißerei, wenn man das mit bloßen Händen versucht. So, und dann schauen wir mal. Hier haben wir erstmal die Limited Edition Card Leroy Sané. Hier noch bei Schalke 04, inzwischen ja bei Manchester City. Da hätte sich Panini vielleicht einen Gefallen getan, wenn man noch ein paar Tage mit der Veröffentlichung der Serie gewartet hätte, auch wenn wir sicherlich alle es kaum abwarten konnten. Aber die letzten Wechsel, die da zum Ende der Transferperiode Ende August über die Bühne gegangen sind, die hat man natürlich alle nicht mit hier dabei und ja, das ist ein bisschen schade, da das eine sehr hochwertige Kollektion ist, aber dann doch einige Spiele bei den falschen Vereinen noch sind. So, und dann schauen wir mal, die Special Card, die angesprochene, ist in dem Fall Giorgio Chiellini von Juventus, hier als Defensive Rock, eine sogenannte Power-Up-Karte. Das ist ja auch neu bei der Serie, dass es jetzt so Oberkategorien gibt, die wir hier oben sehen. In dem Fall die Power-Up und die Unterkategorie ist Defensive Rock. So, hier die 5 Blister. Wir sehen in dem Fall 3 verschiedene Motive. Es gibt wohl insgesamt 5 verschiedene in dieser Packung. 3. So, und dann schauen wir mal in die Booster rein, was uns da inhaltlich noch Schönes erwartet. So, mal eben sortieren, dass hier alle richtig rum sind. Da haben wir Tobi Alderweireld als International Star von Belgien. Und dann eine Club-Badge-Karte der FC Porto aus dieser Fans-Kategorie. Dann haben wir eine Teammate-Karte Kelvin von Sao Paulo. Juan Insaurralde von Boca Juniors. War auch eine Teammate-Karte. Dann haben wir Dimitri Siovas, ebenfalls als Teammate-Karte von Olympiakos. Und Ruben Neves von Porto, ebenfalls Teammate. So, zweites Päckchen. Kurz wieder umsortieren. Das geht los mit Gonzalo Martinez von River Plate als Teammate, Dennis von Sao Paulo als Teammate, Xabi Alonso von den Bayern ebenfalls als Teammate-Karte, Leonardo Bonucci, Teammate Juventus. Dann haben wir eine International Star-Karte, Renato Sanchez, Portugal. Und hier was ganz Besonderes, eine Rare-Karte, eine sogenannte Signature-Karte von Gianluigi Buffon. Sehr schick gemacht.
Da bewegt sich sogar ein wenig der Hintergrund mit, wie man das inzwischen von den modernen Smartphones auch kennt. Sehr schön, was Panini sich da hat einfallen lassen. So, dritter Booster. Da geht es los wieder mit einem International Star Gonzalo Higuaín. Und eine Power-Up-Karte, in dem Fall ein Dynamo, ist Koke von Atletico Madrid. So, und dann kommen die Teammate-Karten: Danny Simpson von Leicester, Pablo Perez von Boca Juniors, Tomasz Jodlowiec von Legia Warschau und Rafael Varane von Real Madrid. Vierter Booster. Hier fangen wir mit den Teammates wieder an. Nicolas Domingo von River Plate. Bruno von São Paulo. Joshua Kimmich von den Bayern. Juan Cuadrado als International Star von Kolumbien. Dann haben wir noch einen International Star, Nathaniel Klein von England. Und als besondere Karte eine Veteran-Karte, eine aus der Fans-Kategorie, James Milner von England. So, letzter Booster aus dem Blister. Es geht los mit Wes Morgan von Leicester, Adrian Kubas von den Boca Juniors, Michael Pastan von Legia Warschau, Claudio Bravo als International Star von Chile. Dann haben wir André Schürrle als deutschen International Star. Und noch eine Goldkarte, Mats Hummels als Impact Signing Karte. Auch wieder sehr schön das Muster hier und die herausgestanzte Schrift. Also ich muss sagen, mit den Goldkarten, da hat Panini sich richtig was einfallen lassen. Die sehen richtig super aus. So, das war der Inhalt dieses Blisters. Und da der Tisch ja noch halb leer ist, machen wir einfach noch einen auf. Ich lasse den mal umgedreht, dann ist die Überraschung ein bisschen größer, was die Limited-Karte betrifft. Sonst sieht man das ja gleich schon immer ein bisschen durch. So, und die Limited-Karte ist Kevin de Bruyne. In dem Fall ohne Vereinszuordnung, sondern mit der Länderzuordnung von Belgien. Und die Special Card ist David Alaba als Dynamo aus der Power-Up-Kategorie von den Bayern. So, und dann schauen wir mal, was uns in den fünf Boostern noch erwartet. So, hier geht's los wieder mit einem International Star, João Mario, Portugal. Und wieder eine Fans-Favorite-Karte mit Jakub Resniak von Legia Warschau. Dann geht es weiter mit den Teammate-Karten: Thomas Müller von den Bayern, Leonardo Uloa von Leicester, Sead Kolasinac von Schalke,
und Antonio Rüdiger, der ja inzwischen in Italien bei Rom gelandet ist. Dann geht es weiter mit Munir von Barcelona. Wieder die Teammate-Karten zuerst. Neymar, in dem Fall als Teammate-Karte von Barcelona. Dann haben wir Maxi Pereira von Porto. Dann eine International Star-Karte, wieder David Ospina von Kolumbien. Noch ein International Star, Matthias Kranewitter von Argentinien. Und als Special Card Diego Godin als Defensive Rock aus der Power-Up-Kategorie. Hier fangen wir wieder mit den spezielleren Karten an. Romelu Lukaku, International Star Belgien. Dann haben wir das Teamlogo von Portugal. Und die Teammate-Karten Alexander Priovic von Legia Warschau, Rodinei von Flamengo, Julian Weigl von Borussia Dortmund. Und noch eine International Star-Karte, Renato Augusto, Brasilien. So, weiter geht's mit Mark Albrighton von Leicester, Walter Buh von den Boca Juniors. Bruno Martins Indy von Porto, Casemiro von Real Madrid, dann haben wir Mats Hummels als International Star und eine von diesen ganz besonderen neuen Karten aus dieser Multiple-Kategorie. Das Defensive Lineup von Real Madrid mit Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos und Marcelo. Also die sind auch sehr schick geraten, diese Multiple-Karten mit diesem transparenten Rand und den abgerundeten Ecken. So, dann der endgültige letzte Booster für heute. So, es geht los mit den Teammates-Karten. Michal Kuracik von Legia Warschau, Lukas Alario, River Plate, dann haben wir Matthias Ginter von BVB, Stefan Lichtsteiner von Juventus, als International Star Rui Patricio und nochmal eine Gold-Karte zum Schluss, Sebastian Rode. Als Impact Signing Karte von Borussia Dortmund. Sehr schick. Auch wenn es sicherlich bessere Fotos von Sebastian Rode gibt. Aber diese Goldkarten, super kann man denn nur sagen. Ja, das ist der Inhalt zu den zwei Blistern. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sicherlich eine sehr lohnenswerte Investition auf Grund der zusätzlichen Limited Edition und den zwei extra Special Cards oder jeweils eine Special Card und eine Limited Edition pro Booster. Also in Summe waren das ja jetzt jeweils zwei. Auch der Inhalt von dem Ganzen, also wir haben jetzt gesehen, zwei Gold-Karten dabei, eine Rare, also von daher kommt auch einiges bei raus von den hochwertigeren Karten. Also ich kann eigentlich den Kauf der Blister im Vergleich zu den Einzelpacks nur empfehlen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Auch gerne, wie euch die Karten gefallen, welche euch besonders gefallen, welche euch weniger gefallen.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.